Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 10. Mai. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen hier gleich mal auf den Markt schauen, der sich hier aus dem ozeanischen Bereich ein Stück weit erholt zeigt. Unlängst der Kiwi jetzt zwar wieder schwächer, aber hier die australischen Pairs ziehen hier ein Stück weit an und das hat auch den Hintergrund aufgrund positiver Daten aus China. Besser gesagt, die Daten waren jetzt nicht so beeindruckend, aber sie wurden wohl positiv aufgenommen, wie man das aktuell beurteilen kann. Und hierbei fiel mir insbesondere heute Morgen auch der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen ins Auge, den ich Ihnen heute mal ein Stück weit vorführen will. Wir haben hier zunächst den Tagesschart mal ganz kurz. Da gab es ein saisonelles Setup, welches hier bis zum 22.04. in der Regel eigentlich bullisch sein sollte. Die Rücksätze erfolgten jedoch zu tief. Insofern hat sich das Setup hier erledigt, obgleich bis zum Abschluss der Saisonalität wäre man hier plus minus null rausgegangen. Aber letztlich die Rückschläge hier eindeutig zu tief, als dass man das hätte aussitzen müssen. Denn es kann natürlich gerade am Forex-Markt auch immer wieder mal sehr, sehr stürmisch dahergehen. Jetzt sehen Sie aber nach der jüngsten Schwäche, und wir hatten hier am 3.5. die Leitzinssenkung in Australien um 25 Basispunkte auf jetzt nur noch 1,75%. Also im Vergleich der westlichen Welt ist das natürlich immer noch enorm hoch, aber die jüngste Stärke des Australdollars hat hier dem australischen Regime nicht gefallen und man munkelt hier über weitere Zinsschritte. Das ist im Prinzip sehr, sehr interessant, da das noch nicht das Ende gewesen sein müsste. Das heißt, hier kann es, und da gehen wir kurz mal auf die Infotafel, hier minus 0,25 Basispunkte, 1,75%, und es wird durchaus auch eine weitere Zinssenkung in Aussicht gestellt. Das ist nicht wirklich bullisch für den Australdollar. Insofern muss man sehen, wie das weitergeht. Rein technisch haben wir aber jetzt die Situation, Sie sehen es hier im grünen Balken, dass der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen, jetzt zoome ich mal ein Stück raus aus dem Tagesschart, hier an der Zone angekommen ist, die bereits hier im Sommer 2012 für eine Stabilisierung sorgte. Und auch wenn wir uns das hier im Jahr 2016 ansehen, sehen wir, dass es immer wieder Spikes, immer wieder Durchschläge um das Niveau 79, 80, 79, 75 gab. Doch letztlich der Markt hier zuletzt eben im Januar, Februar und jetzt hier dann auch mit Beginn des Märzes hier dann nach oben aufdrehen konnte. Jetzt zuletzt gab es eben dann hier den Tiefschlag, insbesondere eben auch durch die Zinssenkung. Aber wir sehen hier seit Wochenbeginn und insbesondere heute beim Australdollar gegenüber dem japanischen Yen eben einen positiven bullischen Bias. Und das macht die Geschichte sehr, sehr interessant. Insofern, dass wenn wir uns hier wieder über 80 Yen etablieren können, insbesondere auch über die Kerzen der Vorwoche, und da wären wir dann auch über dem Niveau vor Bekanntgabe der Zinssenkung, dann würde sich hier technisch spekulativ ein Erholungsimpuls anbieten, der auf jeden Fall rein technisch hier in den Bereich 81, 80 reichen dürfte. Das heißt, hier kurzfristiges Potenzial auf der Oberseite sieht mir wirklich bullisch aus, als könnte es eben hier gelingen, dass der Australdollar gegenüber dem Yen anzieht. Das würde natürlich ergo auch oder sollte natürlich auch begünstigt werden durch eine Yen-Schwäche, die hier auch durchaus Einzug halten könnte, wenn denn die Märkte sich auch wieder ein Stück nach den letzten Abschlägen erholen. Insofern hier ein bullischer Bias, den man hier kurzfristig durchaus auswerfen kann. Geht die Party weiter, müsste man über 82 Yen dann sogar noch hier weitere Preissteigerungen ins Auge nehmen. Das allerdings dann eher so die Variante B. Ich würde jetzt mal hier erstmal abwarten, ob es gelingt, hier bis 82 Yen anzusteigen. Aber die Tendenz, die ist auf jeden Fall gegeben. Insofern sieht das mal ganz interessant aus, was der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen hier vollzieht. Und wir müssen mal sehen, ob die Kraft reicht für eine entsprechende weitere Performance. Aber kurzfristig, wie gesagt, sehr, sehr bullisch. Auf Tagesbasis ganz klar, wenn wir hier wieder zurückfallen unter 79,50 oder speziell unter das Close der gestrigen Kerze, Opening heute, hier der Bereich 79,30, dann sind die Risiken natürlich hoch, dass es weiter gen Süden geht und dass es praktisch dann auch durchaus zu neuen Tiefs kommt, die dann auf jeden Fall, das kann man fast schon sagen, in Richtung 75 Yen tendieren dürften, tendieren müssten. Das wäre auf jeden Fall dann auch trendfolgend der Fahrplan, falls die Stabilisierung nicht gelingt. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben vom saisonalen Setup hier nicht unbedingt eine wirklich starke Indikation. Großen, starken Rückenwind haben wir hier nicht. Sie sehen, das oszilliert rein saisonal bedingt alles mehr C seitwärts. Also hier wäre es doch schon schöner gewesen, wenn wir hier einen
glatten Aufwärtstrend hätten, der würde dann zumindest hier diesen Impuls bestätigen. Aber was man auch sagen darf, es ist hier eben zumindest auch kein bärischer Rückenwind zu sehen. Also ergo hier eigentlich eine gute Ausgangsbasis, um hier einen technischen Konter einzuleiten. Aber wohl bemerkt, technischer Konter, übergeordnet ist der Markt Short. Das sehen wir auch hier am entsprechenden Wochenchart. Wenn wir das mal groß machen, bleibt das Level um 75 Yen hier eigentlich eine Zielmarke. Da haben wir dann auch Tiefs hier aus dem Jahr 2011 definitiv im Fokus und auch 2012. Das wäre eigentlich auch trendfolgend die nächste Marke, die es auf der Südseite zu präferieren gibt. Und mir scheint es, als wäre der Markt durchaus bereit, dahin zu laufen. Aber eben nicht sofort. Vielleicht sehen wir eben hier dann nochmal einen vorherigen Rücklauf und den könnte man dann auch trendfolgend durchaus für einen Short-Einstieg nutzen. Das impliziert natürlich dann auch wieder eine weitere Schwäche an den Aktienmärkten. Das wechselt sich hier so ein Stück weit ab. Grundsätzlich meine ich ja auch, dass wir hier noch nicht fertig sind auf der Südseite in Sachen Korrektur der Aktienmärkte. Das muss man, wie gesagt, mal abwarten, wie sich das überhaupt noch entwickelt, aber mir scheint, wenn da natürlich neue Tiefs kommen oder die Indizes auch wieder in einen Schwächemodus übergehen, dass dann natürlich hier auch der Yen wieder eine Stärke erfährt und das dürfte den Australdollar gegenüber dem Yen letztlich schwächen. Gehen wir nochmal kurz in den Stundenchart. Da sehen wir hier aktuell, ja, seit Wochenbeginn die Erholung, die laufende. Was sich ja auch schön kurzfristig sehen lässt, ist hier dieser Widerstandsbereich um 80,50 etwa. Ja, das ist auf jeden Fall im Stundenchart eine schön zu identifizierende Marke. Und man sieht, da hat der Preis sich immer wieder den Kopf gestoßen. Das wäre dann auch heute hier in Verbindung des Resistant Level 3 vom Pivotpunkt abgeleitet. Eine kurzfristige Zielmarke, die man hier durchaus im Intraday-Chart bei weiter bullischen anziehenden Preisen favorisieren kann. Also 80,35 wäre dann durchaus ein Niveau, was man im Auge behalten sollte für den Fall, dass es eben hier weiter nach oben geht. Ja, 80,35, 80,50. Und wenn wir das erstmal dann geschafft haben, bis zu diesem Punkt zu steigen, dann könnte sich hier am morgigen Tag sozusagen eine weitere Stärke anschließen. Also Australdollar-Yen auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, Sie fanden es auch gut. Nehmen Sie die ein oder andere Idee mit. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen erfolgreichen Handelstag. Viel Erfolg und wenn Sie mögen, lesen wir uns im Stream, beziehungsweise hören uns morgen beim Devisenradar wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.